Moin zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr seht, es regnet mal wieder, also wird es Zeit für mich, einen neuen Autotest zu drehen. Ich habe heute ein ganz schickes neues Auto für euch, der BYD Dolphin in der Designausstattung. Ein super interessantes Elektroauto. Der kostet unter 35.000 Euro in der Vollausstattung. Ja, man kriegt ihn gar nicht anders, außer voll ausgestattet. Wir haben hier sämtliche Assistenzsysteme an Bord, die ihr euch denken könnt. Wir haben hier elektrisch verstellbare Sitze. Wir haben hier Wärmepumpe serienmäßig. Wir haben ein Panorama-Glasdach, was ich elektrisch mit so einem Rollo verschließen kann. Wir haben hier einen 60,4 Kilowattstunden LFP-Akku an Bord. 427 Kilometer Reichweite. Ja, und das zu diesem Kurs. Das wird sehr interessant, diesen Wagen mal auf Herz und Nieren zu prüfen. Und das machen wir nämlich heute wieder im Move Electric Gigatest. Wir fahren auf meine Reichweitenstrecke Bremen-Bremerhaven und zurück. 130 Kilometer bei Tempo 130. Ja, und das Wetter, ihr seht es, da hinten ist schon wieder blauer Himmel. Wir haben ständig Schauer. Mal ist blauer Himmel, mal schüttelt sich aus Eimern. Wir haben es irgendwie 9 Grad. Es ist total stürmisch. Gestern war richtiger Sturm mit über 100 km/h. Heute ist, glaube ich, nur Windstärke 5. Also irgendwie erträglich. Wir werden es sehen. Also mein typisches Reichweitentestwetter. Wir schauen uns den Wagen von innen an, von außen. Wir gucken, ob der Hund reinpasst. Also es wird wieder mega spannend. Deswegen unbedingt dranbleiben. Also Leute, ein chinesischer Wagen der Kompaktklasse und dann dieses Interieur. Also ich muss sagen, es sieht wirklich sehr hochwertig aus, wenn auch die Materialien relativ günstig sind. Es ist wirklich sehr viel Hartkunststoff hier drin, aber es sieht überhaupt nicht danach aus. Wir haben hier zum Beispiel so Textiloptik. Das sieht so ein bisschen aus so wie Denim, also so Jeansstoff, schwarz. Ist aber gar kein Stoff, das ist Hartplastik, auch hier an der Mittelkonsole. Alles so in Stoffoptik, auch die ganze Tür hier, dieses Seitenteil, man denkt, man fasst was Weiches an, es ist aber natürlich Hartplastik, aber das sieht überhaupt nicht so aus. Also optisch wirkt es einfach nach Textil und ansonsten genau die entscheidenden Elemente, die sind nicht mit Klavierlack überzogen, wie der Türgriff zum Beispiel, wie die Lehne hier in der Tür, wie die Mittelkonsole. Nur hier vorne bei den Lüftungsdüsen, hier ist eine große Fläche und eben am Lenkrad ist eine große Fläche Klavierlack, aber das sieht in diesem Fall tatsächlich gut aus. Und gerade auch hier, da toucht man ja nicht ständig hin, von daher sind da Fingerabdrücke auch nicht das große Problem. Und überhaupt das Lenkrad sieht sehr sportlich aus, unten abgeflacht, schön mit Leder oder Kunstleder, ich weiß es nicht genau, fühlt sich an wie echtes Leder bezogen, schön hier abgenäht mit richtigen Tasten. Also Leute, das wirkt alles wirklich aus einem Guss und recht stilsicher. Und ja, Stichwort Tasten am Lenkrad. Wir haben hier eine Taste, die ist für das Drehen des Zentraldisplays. Also ja, da frage ich mich, warum muss ich dafür eine Taste am Lenkrad opfern? Könnte ich doch auch hier übers Display machen. Also kann man natürlich auch übers Display machen, aber eben auch mit einer festen Taste hier am Lenkrad. Okay. Ist die Taste schon mal weg. Was haben wir noch? Wir haben hier eine Taste für die Rückfahrkamera. Ja, wir haben hier eine 360-Grad Rückfahrkamera mit allem Schnickschnack. Ich kann sogar das Auto transparent schalten und gucken, was unter dem Auto ist. Naja, Röntgenblick sozusagen. Also es ist wirklich toll, wie dieser Wagen ausgestattet ist. Auch die zwei Displays hier, das kleine Infotainment-Display und auch das noch kleinere Tacho-Display, hat glaube ich nur 5 Zoll oder so. Ja, das erinnert so ein bisschen an VW tatsächlich von der Form. Auch die Größe ist so ein bisschen ähnlich. Das Problem dabei ist aber nur die Schriftgröße. Also hier sind ganz viele Zahlenwerte irgendwie so lustig verstreut auf diesem Display. Und sie sind für mich als Lesebrillenträger leider schwer zu entziffern. Also Kilometeranzeige, Prozentanzeige, ja, das ist wirklich knapp, dass ich das so von hier aus lesen kann. Da bräuchte ich dann fast schon wieder eine Brille.
Ja, Stichwort Ausstattung, Interieur, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Ablage, das ist nicht die induktive Ladeschale fürs Handy. Die verbirgt sich nämlich hier, quasi in dieser Mittelkonsole. Die Mittelkonsole schwebt auch so ein bisschen. Wir haben hier unten drunter noch so ein Fach, da passt doch einiges rein, kann ich auch durchgreifen. Zwei Cupholder, die ein bisschen klein aussehen. Dann haben wir hier USB, zweimal USB-C. Wir haben hier eine 12-Volt-Steckdose und wir haben hier noch so ein kleines Rollo. Da ist nochmal ein Fach, wo man was reinlegen kann und auch mit dem Rollo verschließen kann. Ja, ansonsten Sitze sehr schön mit so einem matten Leder, Kunstleder überzogen, auch an den Seiten mit so einer weißen Ziernaht, also Sportsitzoptik. Der Seitenhalt ist für meine Körpergröße wirklich gut. Die Sitze sind nicht zu hart, nicht zu weich, elektrisch verstellbar, mit allem Schnickschnack. Massage habe ich hier nicht und ich glaube Memory habe ich hier auch nicht. Ich kann die Sitze aber immerhin, wie gesagt, elektrisch vor- und zurückfahren. Und ich habe hier ein Panoramaglasdach, was ich mit einem elektrischen Rollo verschließen kann. Richtig klasse. Auch in der Preisklasse muss ich sagen, wirklich top. Und ansonsten ist jetzt die Frage, was taugt jetzt hier eigentlich die Software in diesem Auto? Ja, und dazu kann ich nur sagen, also sie ist wirklich sauschnell, wenn sie auch nicht so wahnsinnig viele Features hat. Also ich habe hier Apple CarPlay, Android Auto, aber ich glaube, das ist alles nur kabelgebunden im Moment. Ich habe auch einen kleinen App Store, BYD Store. Da gibt es ein paar Apps, viele sind es nicht. Amazon Music, eine Karaoke-App, irgendwie ein Handbuch und einen Browser. Kann ich natürlich nur runterladen, wenn ich Datenvolumen habe. Also entweder eine WLAN-Verbindung zu Hause oder eben Netz im Mobilfunk. Ich habe ja 1 GB Datenvolumen im Monat frei. So Leute, jetzt kommen zwei entscheidende Fragen. Navigationssystem und Ladeplanung und Batterievorkonditionierung. Letzteres bin ich mir nicht sicher. Ich meine gesehen zu haben, als ich den letzten Lader angefahren bin, dass er hier im Display gesagt hat, dass der Akku vorkonditioniert wird. Es gibt hier aber in den ganzen Einstellungen zumindest keine Einstellung, die ich gefunden habe, wo man das manuell starten könnte oder wo man das ein- oder ausschalten könnte. Falls ihr das genauer wisst als ich, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Kommen wir jetzt mal zum Navigationssystem. Und das ist irgendwie erstmal ganz flüssig, ja. Die ganze Kartendarstellung, die ist wirklich super schnell, passt zur gesamten Software hier im BYD. Nämlich extrem gute Performance. Da bleiben echt keine Wünsche offen. So, jetzt kommen wir zur Navigation selbst. Hi BYD, navigiere nach München. Ich habe Folgendes gefunden. Ja, wir haben drei Münchens gefunden. München, Bayern, Deutschland. Ich beginne mit der Navigation. So, Navigation ist gestartet, ging alles total schnell. Ja. So, jetzt habe ich hier verschiedene Optionen. Einmal natürlich meine Karte an sich, dann habe ich hier die Strecke. Da sehe ich nochmal die Strecke. Jetzt sehe ich aber keine Ladesäulen eingeplant und er sagt mir auch jetzt nicht, dass er irgendwie eine Ladeplanung startet. Warum auch immer. Jetzt habe ich hier nochmal ein Blitzsymbol, das ist auch irgendwas mit Elektrik, klicke ich auch mal drauf. Da steht dann hier, elektrische Reichweite wird berechnet. Das ist also mein Reichweitenkreis. Kann ich auch verkleinern. Hier ist nochmal die gesamte Strecke. An der Strecke keine Ladesäulen. Hier in der Nähe, da stehen aber ganz viele Ladesäulen. Das ist also in meinem Umkreis. Ja, da kann ich sogar drauf tippen und bekomme dann Infos zu dieser Ladestation angezeigt. Kann ich auch nochmal auf die Sprechblase drücken. Jawohl. Und kriege dann hier nochmal Detailinfos. Das ist schon mal ganz gut. Nur ich habe immer noch keine Ladeplanung. So, jetzt gehe ich nochmal wieder hier drauf. Keine Ladeplanung. Sehr, sehr merkwürdig. Hier auf meine Strecke geklickt. Habe ich auch nur eine Zusammenfassung. Ja, ich fahre nach München am Ende. Das ist alles ganz gut. Aber irgendwie fehlt mir jetzt noch die Ladeplanung. Und es kommt und kommt keine Ladeplanung. So, der Workaround ist, das zu beenden. Und jetzt habe ich hier so ein Widget, weiter zu München. Also ich kann die Navigation wieder aufnehmen. Dann drücke ich da nochmal drauf. Dauert noch 2-3 Sekunden, berechnet er wieder die Strecke. Die biegen sie links ab und dann links abbiegen. Ist super schnell, sogar so schnell, dass er sich selbst verhaspelt. Ne? So, und jetzt drücke ich nochmal auf die Strecke. Tada, hier ist die Ladeplanung. Und hier kann ich auch zum Beispiel auf eine Ladesäule drücken. Da sehe ich hier Fastnet, drücke ich drauf, kriege ich Detailinformationen. Bei den Detailinformationen selber, da steht hier Aufladen auf D%. Also ist eine Variable, da wurde der Wert nicht übergeben von der Software, haben sie vergessen. Ja, auch chinesische Software ist halt nicht perfekt. Aber jetzt habe ich hier meine Strecke und hier ist auch nochmal irgendwas mit Elektrik, ja, oder so ein Blitzsymbol oder sowas, da klicke ich auch nochmal drauf. Dann habe ich hier meine Zusammenfassung der Fahrt, nochmal mit den Ladestationen. Hier ist die Liste, wo ich überladen muss und hier sehe ich dann nämlich der letzte Fastnet, 10% komme ich an, 80% weiterfahren, 46 Minuten laden. Ja, geht doch, so wünsche ich mir das,
Aber so wünsche ich mir das natürlich gleich von Anfang an und nicht erst nach so einem Workaround hier, ne? Also das ist natürlich Licht und Schatten. Einerseits super schnell und es funktioniert dann am Ende. Aber natürlich muss man erst Trick 17 anwenden, dass man dahin kommt. Und so soll es natürlich auch nicht sein. So, jetzt gucken wir uns mal den Kofferraum an hier. Wir haben 345 Liter in diesem Zustand. Wir können aber die Rücksitzbank umlegen im Verhältnis 60:40. Und dann hätten wir 1350 Liter. Und wir haben hier einen doppelten Boden. Also der Boden ist hier relativ eben, aber wenn ich diese Klappe hier hochnehme, dann haben wir hier bestimmt 20 cm tief noch Platz. Und darunter, da haben wir dann Tirefit, Warndreieck und Abschlepphaken. Ja, und jetzt ist die Frage, ne, Myla, gehst du hier rein? Also passt hier der Hund rein? Ich würde sagen, mit dieser Ablage nein. Aber wenn ich die rausnehme, dann dürfte das super passen. Das probieren wir jetzt mal aus. Ja, wie kommt der Hund hier rein? Ich habe hier immer die super Hundetreppe neuerdings von Fellbengel. Kann ich euch sagen, die ist richtig geil. Ja, Myla, da hast du dich erschrocken, ne? Also Link hier von Fellbengel habe ich unten in der Videobeschreibung. Schaut da mal rein, kann ich nur empfehlen. Myla, komm mal rein. Rein mit dir. Rein. Super. Mal weg. So, ja, das hier sieht doch relativ gut aus, ne? Was meinst du? Könnte klappen, ne? Machen wir mal die Klappe zu. Ja, würde ich sagen, BYD Dolphin und Hund, das sieht echt nicht schlecht aus. Also Myla, wie geht's? Na, du hast ja echt viel Platz hier, ne? Ja, super. Na, war doch gar nicht so schlecht, oder? So, warte mal, ich hole wieder die Treppe. So, und aussteigen. Komm raus. Ach Leute, ich liebe das Ding. Nach Gebrauch einfach wieder in den Kofferraum. Jetzt mal eine kurze Sitzprobe hinten, hinter mir selbst. Also Beinfreiheit riesig. Kopfstütze kann man hochklappen und dann ist es hier auch echt bequem, muss ich sagen. Hier haben wir noch eine Mittelarmlehne, zwei Cupholder, zwei Taschen für Handys. Also hier hinten kann man es auch gut aushalten. So, bevor es jetzt gleich losgeht, habe ich noch einen Tipp für euch, denn wenn ihr euer E-Auto möglichst günstig zu Hause laden wollt, dann solltet ihr euch unbedingt mal Tibber angucken. Tibber ist nämlich ein digitaler Stromanbieter mit einem dynamischen Stromtarif. Das bedeutet, ihr zahlt da keinen festen Preis pro Kilowattstunde, sondern das Ganze richtet sich nach den Preisen der europäischen Strombörse. Und Tibber verdient nichts am Strom, sondern nur an der Grundgebühr von 5,99 Euro pro Monat. Und das Ganze läuft alles voll digital. Das heißt, ihr habt mit der Tibber-App dann auch Vorhersagen für den nächsten Tag. Also wie werden sich die Stromkosten in 24 Stunden entwickeln? Und damit könnt ihr euer Auto über die Tibber-App automatisch laden, wenn die Strompreise am niedrigsten sind. Also Tibber und Elektroauto, ja, das passt doch echt perfekt zusammen. Damit ladet ihr auch noch grüner, denn wenn der Strom günstig ist, dann ist auch am meisten Ökostrom im Netz. Und falls ihr jetzt sagt, hey, das wäre auch was für mich mit Tibber, dann habe ich für euch unten in der Videobeschreibung den entsprechenden Link dazu. Also ich würde sagen, schaut da unbedingt mal rein. So, der Regen lässt auch langsam wieder nach. Da hinten ist blauer Himmel, wird also Zeit aufzubrechen. Wir haben jetzt 375 Kilometer angezeigte Reichweite. Der Akku ist zu 93% gefüllt. Ja, und einen Trip zurücksetzen, das kann man hier leider nicht, denn der Wagen hat keine Trip-Anzeige. Ich habe hier nur so eine Verbrauchsanzeige und mit so einem Graphen für die letzten 50 Kilometer. Und den setze ich jetzt mal zurück. Dann kann ich sozusagen den dreimal zurücksetzen und dann irgendwie einen Mittelwert bilden. Ja, anders geht es hier leider nicht, weil sie keine Trip-Anzeige verbaut haben. Verstehe ich irgendwie nicht. Aber gut, jetzt starten wir und in den blauen Himmel hinein. Ich hoffe, der Regen hört bald mal auf. Und der Wendekreis hier mit 10,5 Meter ist richtig gut. Sie fahren zu schnell für die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ah ja, ich fahre jetzt zu schnell, weil ich 2 km/h fahre. Das ist ja so eine kleine Anwohnerstraße hier. Noch langsamer kann ich leider nicht fahren, weil dann stehe ich nämlich. Also der Wagen ist wieder sehr gesprächsfreudig und sagt bestimmt das ein oder andere an. Man kann das auch alles abschalten. Ich habe es aber alles mal angelassen, um zu sehen, wie sehr mich das nervt. Also ich bin hier auf meiner Gullideckelstrecke und mir fällt sofort auf, das Fahrwerk hier von dem Dolphin, das scheint richtig gut zu sein. Also die Gullideckel, die werden hier wunderbar geschluckt.
Das finde ich richtig klasse. Warnton Nummer 1, Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich bin hier in der 30er-Zone und ich fahre 32. Der Ton ist sehr, sehr dezent, fast schon angenehm. Damit kann ich echt gut leben. Den muss ich nicht mal abschalten. Der nervt ja überhaupt nicht. Das finde ich gut. Ja, und Rekuperation gibt es zwei Stufen, normal und verstärkt. Da kann man hier so einen Hebel drücken. Das ist wie so ein Dreh-Kippschalter irgendwie. Und hier in dem Screen sieht man das, normal und verstärkt. Ich habe es jetzt auch verstärkt stehen. Und das ist auch der einzige Screen, wenn man den zufällig aufhat, wo man sehen kann, wie die Rekuperation eingestellt ist. Hier vorne im Tachodisplay keinerlei Anzeige. Und ganz ehrlich, jetzt auch verstärkt, ich mache mal Gas weg, er rollt und rollt und rollt und rollt. Minus 2 kW gerade, also Rekuperation ganz, ganz gering. Ja, One-Pedal-Driving könnt ihr damit natürlich vergessen. Also da muss man eben immer selber bremsen. Und einen Unterschied zwischen normal und verstärkt kann ich tatsächlich so gut wie gar nicht feststellen. Ja, hier die Straßenbahnschienen souverän gemeistert. Also das Fahrwerk ist wirklich gut. Kann man sich echt nicht beklagen. Und die Beschleunigung, na gut, in 7 Sekunden von 0 auf 100. Ist jetzt nicht das schnellste Auto, aber 150 kW, 204 PS mit 310 Newtonmetern reichen eigentlich völlig aus. Da ist man sehr, sehr flott und agil unterwegs. Einziger Haken hier der Frontantrieb, denn wenn man jetzt wirklich mal Vollstoff gibt, dann drehen die Räder sehr leicht durch. Und man bekommt sie dann an der Ampel tatsächlich auch mal zum Quietschen. Und das macht natürlich auch dann das Lenken nicht so angenehm. Dann ist die Lenkung nicht mehr präzise, weil einfach der Grip nicht mehr da ist vorne. Ne? Ist ja klar. Ja, und jetzt haben wir vor uns wieder blauen Himmel. Ey, sowas, das ändert sich heute ständig. Jetzt geht es gleich auf die Autobahn. Und wir haben es wirklich arschkalt. Also ich glaube so 9 Grad. Wir haben ja leider keine Temperaturanzeige im Auto. Für mich völlig unverständlich. Aber jetzt geht es dann gleich bei diesem Wetter auf die Autobahn. Und dann schauen wir mal, was der BYD Dolphin so kann. Wir haben es hier heute relativ stürmisch, ziemlicher Wind von vorne, ich würde mal sagen Windstärke 5. Gestern war hier sogar richtig Sturm mit über 100 km/h Böen. Heute ist es ein bisschen weniger, aber wir haben halt totalen Gegenwind im Moment. Ne? Das wird sich auf den Verbrauch natürlich auswirken. Ja, und beim Dolphin, da hat man gar keine Wahl. Da sind immer alle Assistenzsysteme an Bord. Also denkt euch was aus, es ist immer dabei. Und ich würde sagen, momentan funktioniert es relativ gut. Also Spurhalteassistent, adaptiver Tempomat. Da kann man nicht meckern. Er schlingert jetzt nicht, trotz des Windes. Also ganz souverän im Moment. Das Geräuschniveau hier bei aktuell Tempo 120 wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung ist nicht gerade das leiseste. Also man hört hier doch deutlich Wind und auch Rollgeräusche. Gut, Wind ist klar. Wir haben einen ziemlichen Gegenwind, habe ich ja vorhin erwähnt. Das macht sich natürlich immer bemerkbar. Aber auch so Straßenbelag, Rollgeräusche sind hier sehr präsent. Also gibt es deutlich leisere E-Autos, würde ich sagen. Ja, jetzt wo wir 130 fahren können, jetzt fängt auch der Regen an. Zumindest der erste kleine Schauer. Und da ist sogar ein kleiner Regenbogen. Das sieht doch toll aus. Der Dolphin hat ja eine WLTP-Reichweite von 427 Kilometern. Ja, das ist so ein Wert, den muss man mit Vorsicht genießen. Den wird man nur, wenn überhaupt, unter ganz dollen Idealbedingungen erreichen. Jetzt hier auf der Autobahn völlig utopisch und auch hier die Reichweitenanzeige im Tachodisplay ist leider eben auch nur die WLTP-Reichweite. Also es sieht nicht so aus, als sei die irgendwie errechnet. Weil der Wagen kommt ja aus Stuttgart, der ist mir aus Stuttgart hier nach Bremen gefahren worden, also nur Autobahn, ist also eigentlich Autobahn gewöhnt, hat jetzt aber schon auf den ersten, was haben wir denn, knapp 30 Kilometer schon 60 Kilometer Reichweite verloren. Wir sind jetzt bei 315, gestartet bei 375. Also verliert wirklich Reichweite doppelt so schnell, wie wir wirklich fahren. Verbrauch ist einigermaßen im Rahmen. Wir liegen hier bei 19,2 im Moment und sind gerade mal 30 Kilometer unterwegs. Das ist bei dem Wind, den wir haben und bei den Temperaturen eigentlich noch relativ okay. Aber der Dolphin fährt sich wirklich angenehm. Sitze sind sehr bequem. Also für mich ist der Seitenhalt gut. Kopfstütze ist super. Also die ganze Formgebung. Alles elektrisch einstellbar, also da bleiben für diese Klasse echt überhaupt gar keine Wünsche offen. Ja, jetzt geht's wieder los hier. Es schüttet. Juhu, meine Fresse.
Ja, und leider steigt jetzt natürlich der Spurhalteassistent aus. Er behauptet irgendwie, die momentanen Straßenverhältnisse erfüllen nicht die Anforderungen für den Smart Cruise Control. Ja, schade eigentlich. Muss ich wieder selber lenken. Ja, nach 40 Kilometer liegen wir bei 20,5 Kilowattstunden. Ja, ist irgendwie auch kein Wunder. Man, schaut euch mal dieses Wetter wieder an. Das ist ja wieder mal unterirdisch. Aber ihr wisst ja, gehört bei mir zum Standard. Ich teste die Autos ja immer nur bei so einem Wetter. Dann ist es wenigstens untereinander vergleichbar. Wenn ich jetzt mal vergleiche, dieses Display mit dem vom Ford Explorer zum Beispiel, den ich zuletzt gefahren bin, das ist ja von der Größe her so ein bisschen ähnlich. Es ist aber so, dass ich das hier sehr schwer ablesen kann, weil die Zahlen und die Schrift, die ist hier doch deutlich kleiner, sodass ich von diesem Abstand mit meiner nicht vorhandenen Lesebrille gerade, kann ich das wirklich sehr, sehr schwer lesen. Das ist ein bisschen schade. Also ich muss wirklich die Augen zusammenkneifen, um irgendwie den Kilometerstand abzulesen. Geschweige denn die Prozentzahl. Oh Leute, das wird hier immer schlimmer. Das ist ja furchtbar. Ich sehe ja kaum noch was. Also ich muss jetzt die Geschwindigkeit ein bisschen runternehmen. 120 bis 125. Also es schüttet dermaßen, da ist 130 echt nicht mehr angemessen. Leider. Also hat ja wie gesagt hier alles drin, hat eine Verkehrszeichenerkennung, die so leidlich funktioniert. Er sagte mir gerade, dass hier vor Bremerhaven eine Baustelle ist. Das kündigt er rechtzeitig an per Sprache. Das ist ziemlich gut. Und wollen wir gleich gucken, wenn ich in der Baustelle bin, ob die Geschwindigkeitsbegrenzung auch korrekt erkannt wird. Also hier ist jetzt gerade sowieso wieder 120. Das passt auch gut für das Wetter. Also schneller möchte ich auch gar nicht fahren gerade. Ja, jetzt geht wieder der Spurhalteassistent rein. Obwohl das so schüttet, das versteht man jetzt auch nicht, ne? Gerade wo die Fahrbahn so halbwegs trocken war, hat er sich geweigert, weil die Straßenverhältnisse irgendwie schlecht wären. Und jetzt bei dem Regen geht er einfach so wieder rein. Ja, versteht man auch nicht. Bling, ja, er hat 80 erkannt. Einwandfrei. Also was mir positiv auffällt, ist hier auch, dass die Lautstärke der Warntöne und auch die Töne an sich sehr angenehm sind, sind überhaupt nicht penetrant, sind auch nicht wirklich laut. Also man hört es zwar, so ein leichtes Pling oder Wumm oder irgendwie so ein ganz angenehmer Ton. Man kann die auch alle abschalten. Ich habe sie jetzt mal alle angelassen, aber es nervt jetzt nicht wirklich. Da gibt es andere Autos, ich sage nur Kia, Hyundai oder auch der Genesis, also die Töne und auch die Häufigkeit. Das war schon ein ganz anderer Schnack. Hier ist es doch eher dezent. So kann man damit echt leben, muss ich sagen. So, Baustelle zu Ende. Aber Wetter immer noch scheiße. Ah, er sagt hier auch immer Straßenarbeiten voraus an. Wenn hier irgendwie eine Baustelle kommt, hier in der Abfahrt wäre dann wieder die nächste Baustelle. Ja, ist doch super. Also ich muss sagen, diese ganzen Assistenzsysteme hier im Biberdi Dolphin, die gefallen mir bis jetzt ausgezeichnet. So, hier ist die Abfahrt. Wir sind bei 61 Kilometer Strecke. Wir fahren jetzt hier runter und machen die Wende. Und dann geht es wieder zurück. Und ich hoffe, dass wir dann wieder am Ende besseres Wetter haben. Also das ist ja wirklich heute absolut scheiße. Wir sind wieder an der Ampel. Wir haben jetzt 3511 Kilometer auf dem Tacho. Gekommen sind wir ja von 3445, das heißt 66 Kilometer hier die Strecke. Laut Tacho 249 Kilometer Restreichweite im Moment. Das heißt über 126 Kilometer haben wir verloren. Wenn wir in Bremen wieder blauen Himmel haben, ja, dann verstehe ich die Welt echt nicht mehr.
Also hier 15,0 zeigt mir die Verbrauchsanzeige gerade an. Also das sind ja die letzten 10 Kilometer knapp. Wir haben ja bei 50 Kilometer Strecke wieder zurückgesetzt. Da waren es 22,8 und jetzt die letzten 10 Kilometer waren es 15,0. Am Ende muss ich dann irgendwie Mittelwert bilden, weil er hier leider keine Trip-Anzeige hat mit einem Gesamtverbrauch für einen Trip. Das ist richtig blöd. Da kann man da irgendwie nur schätzen, ne? Auf der Rücktour und das Wetter wird tatsächlich besser. Ich sehe blauen Himmel vor mir, also endlich, kann man dazu sagen. Ja, Verbrauch im Moment 15,1, das ist aber nicht repräsentativ, weil es ja nicht der Durchschnitt der letzten 60, 70 Kilometer, sondern gerade mal der letzten 18 Kilometer. Und jetzt fahren wir gleich wieder 130, Tempomat ist eingestellt und dann wird der Verbrauch natürlich wieder steigen. Höchstgeschwindigkeit hier vom Dolphin ist übrigens 160 km/h, zumindest auf dem Papier. In der Realität auf dem Tacho wird dann eher 170, 173 angezeigt. Abweichungen von der GPS-Geschwindigkeit sind auch nur 2 km/h. Das heißt, diese 173, die sind dann auch relativ real. Ja, jetzt will der Spurhalteassistent wieder nicht rein, obwohl die Straße doch jetzt relativ frei ist. Es scheint sogar die Sonne. Er sagt einfach, momentane Straßenverhältnisse passen irgendwie nicht zu dem Assistenten. Verstehe ich nämlich nicht so richtig. Auf der Baustelle, da ging es vorhin, aber man hat auch gemerkt, dass der Spurhalteassistent so mit zwei verschiedenen Linien, also den gelben Baustellenlinien, die weißen normalen Straßenlinien überschreiben, ja, damit kommt er nicht so richtig klar. Da eierte er schon zwischen diesen beiden immer hin und her und konnte sich nicht entscheiden, welcher Linie er jetzt folgen möchte. Und mit dem Travel Assist zum Beispiel ist es halt einfach nicht vergleichbar. Und ich muss echt sagen, so der einzige Wermutstropfen hier bei diesem Auto ist eigentlich nur die relativ langsame Ladeleistung am Schnelllader. Ne? Also 11 kW AC ist ja auch super, haben ja fast so gut wie alle Autos. Aber DC, diese 88 kW, das ist echt ein bisschen langsam. Und auch die Ladekurve, die ist nicht ganz so gut, sodass am Ende von 10-80% mindestens 40 Minuten stehen. Das ist halt schon ganz schön lang und das macht diesen Wagen so für Langstrecken nicht unbedingt wirklich geeignet. Also natürlich kann man das machen. Er ist ja aus Stuttgart hergebracht worden, über 680 Kilometer. Aber der Kollege meinte, er hat halt viermal geladen und insgesamt knapp 3 Stunden gestanden. Ja. Und das ist natürlich dann für so eine Strecke einfach viel zu lang. Also einmal zwischenladen, das kann man ja gerade noch verkraften. Und wenn er dann auf der Autobahn hier, sagen wir mal, die 250, 280 Kilometer bringt bei normalem Tempo 130, dann mit einer 500 Kilometer Langstrecke einmal zwischenladen geht gerade so. Aber dann irgendwie viel weiter wegfahren, boah, jetzt blendet die Sonne gerade wie blöde an der nassen Fahrbahn, also viel weiter wegfahren, dann wird es mit dem Dolphin halt ein bisschen zäher. Wenn man Zeit hat, ist es auch kein Problem, aber ihr wisst es ja, die meisten Leute wollen ja 1000 Kilometer durchfahren. Und das ist jetzt mit dem Dolphin natürlich besonders schwierig. Das ist wirklich schade, weil das Fahren hier mit dem Dolphin, das macht echt Spaß. Er ist spritzig, er ist wendig und fährt sich auch wirklich gut. Also Sitze sind sehr bequem, Fahren macht echt Spaß hier und das Lenkrad ist super, also super klein und fasst sich super gut an und das sieht auch alles top aus hier in dem Auto. Und da kann man sich echt gut Langstrecke vorstellen mit dem Wagen. Nur dieser Zeitaufwand dann, ne? Da sollten Sie vielleicht bei BYD noch mal ein bisschen drüber nachdenken, ob sie dem Akku nicht eine bessere Ladekurve spendieren. Ja, ich vergaß, wir haben jetzt ja quasi so Rückenwind von schräg hinten und momentan, was haben wir hier, 18,5 nach knapp 90 Kilometern. Ist ein bisschen weniger als auf der Hinfahrt, aber völlig klar, wenn der Wind jetzt von hinten kommt statt von vorne, das schiebt natürlich ein bisschen ab. Was ihr bei dem Wagen in jedem Fall wissen müsst, er hat ja eine LFP-Batterie, 60,4 Kilowattstunden, ne? Und das ist ja diese Blade-Batterie von BYD.
Die hat ein paar Vorteile. Erstens, LFP, Lithium-Eisenphosphat, ist besonders zyklensicher. Das heißt, ihr kommt da bis zu 4000 Zyklen, bevor die Batterie möglicherweise bei 70% Kapazität erst ist. Das heißt, Haltbarkeit extrem lang. Und durch die LFP-Technik und auch die Blade und diesen Blade-Aufbau, das sind ja so lange Metallkästen, die dann ineinander gestapelt sind, ist die Batterie auch noch extrem sicher. Das heißt, irgendwie beim Unfall Feuergefährlichkeit von so einer Batterie extrem gering. Bei einer starken Beschädigung LFP brennt so gut wie gar nicht. Kann natürlich trotzdem passieren, ist aber extrem unwahrscheinlich. Also diese Faktoren und dann bei so einem Auto, ja, das gibt einem natürlich ein gewisses Gefühl der Haltbarkeit. Und so eine LFP-Batterie, würde ich sagen, die hält garantiert länger als dieses Auto. Wenn man bedenkt, 4000 Zyklen und ihr habt irgendwie 300 Kilometer Reichweite, dann nimmt das mal 4000, dann wisst ihr ungefähr, wie viele Kilometer diese Batterie hält. So, gleich geht es wieder von der Autobahn runter. Wir sind über 120 Kilometer unterwegs. Aktuell jetzt die letzten, was haben wir denn, 15 Kilometer, 15,5. Das sieht sehr wenig aus, komischerweise. Allerdings bin ich hier wieder bei der 120er-Zone. Scheinbar ist er bei 120 doch deutlich effizienter als bei 130. Aber wie gesagt, wir haben auch keinen Regen mehr. Die Straßenfahrbahn ist trocken. Macht auch einiges aus. Heute war wieder Wurst-Käse-Wetter. Wisst ihr ja, eine Wurst-Käse, Worst Case. Aber gut, so lieben wir das ja. Und ich glaube, wenn ihr ehrlich seid, ihr auch, oder? So, wir sind wieder da und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, den Durchschnittsverbrauch auszurechnen. Wir haben also zweimal zurückgesetzt nach jeweils 50 Kilometern. Das erste Mal hatten wir 22,8, das zweite Mal hatten wir 21,8 und jetzt am Ende hatten wir 14,9. Das macht dann insgesamt einen Durchschnittsverbrauch von 19,8 Kilowattstunden. Das ist relativ gut und das deckt sich tatsächlich auch hier mit der Anzeige im Hauptdisplay. Wir haben nämlich jetzt 3575 Kilometer auf der Uhr, also genau 130 Kilometer gefahren, wie üblich. Und der Durchschnittsverbrauch auf diesen ganzen 3575 Kilometern, der liegt nämlich hier laut Bordcomputer bei 19,2. Da ist halt alles dabei, was der Wagen vorher so gefahren ist. Keine Ahnung, ob das jetzt nur Autobahn, nur Stadt oder Mix war. Auf jeden Fall heute 19,8 Kilowattstunden im Durchschnitt. Ja, das klingt irgendwie doch ziemlich plausibel. Auf den Akku gerechnet, beziehungsweise auf die 49%, die wir verbraucht haben, wir sind nämlich jetzt bei 44% Akkustand, bedeutet es, dass dieser Wagen hier heute bei der Fahrt eine Autobahnreichweite von 265 Kilometer hätte. Das mit dem 60,4 Kilowattstunden großen Akku. Die Reichweitenanzeige hier steht bei 156 Kilometer, gestartet von 375 Kilometer, macht 219 Kilometer Differenz bei 130 Kilometer gefahrener Strecke. Also die ist wirklich völlig für den Arsch, kann man mal so sagen. Auf die könnt ihr nichts geben. Das heißt, ihr müsst dann irgendwie nach den Prozenten des Akkus gehen und da hätte man die Reichweitenanzeige irgendwie auch weglassen können. Klar, sie wiegt einen in Sicherheit und in der Stadt, wenn er dann wirklich bei den 14, 15 Kilowattstunden ist, dann kann das ja möglicherweise so ein bisschen hinkommen. Aber bei schnellem Autobahntempo, da kann man die Reichweitenanzeige hier getrost vergessen. Ja, jetzt haben wir noch knapp einen halben Akku voll, also ja 44%, also nicht ganz halb voll. Da will ich ja noch ein bisschen runterkommen, muss ja so Richtung 10% gehen, damit ich noch einen Ladetest machen kann. Wie gesagt, leider Gottes die 88 kW Ladeleistung. Ja, vielleicht kann er die ein bisschen übertreffen bei der Höchstgeschwindigkeit. Da schafft er das ja auch. Das testen wir natürlich, aber dazu muss ich noch ein bisschen auf die Autobahn.
Ja, Leute, jetzt wo wir laden, wird es doch mal Zeit, ein Fazit zu ziehen. Über den BYD Dolphin, ein Elektroauto aus dem Kompaktwagensegment. Ich würde sagen, der Wagen hat wahnsinnig viele Stärken. Zum einen das ganze Design. Im Exterieur sieht er sehr gut aus. Im Interieur sieht er genauso gut aus. Also die Materialanmutung hier lässt wirklich keine Wünsche offen. Es ist zwar viel Plastik dabei, es ist aber auch viel Weiches dabei. Das, was Plastik ist, was Hartplastik ist, das sieht nicht unbedingt danach aus. Wir haben hier zum Beispiel an den Seiten so eine Prägung, die sieht aus wie Stoff, ist aber tatsächlich Hartplastik. Wenn man da jetzt nicht unbedingt gegenklopft, dann merkt man es nicht, sodass dieser Wagen von innen wirklich einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck erhält. Die Monitorlandschaft mit dem kleinen Tacho-Display und diesem drehbaren Infotainment-Display ist auch wirklich ja fast schon einzigartig. Auch wenn das Tacho-Display für mich ein bisschen zu klein ist, die Schrift ist für mich als Lesebrillenträger sehr schwer ablesbar. Überhaupt haben wir hier natürlich Over-the-Air-Updates. Das ist alles problemlos möglich beim BYD Dolphin. Wir haben ja auch in der Software einen kleinen Store, einen BYD-Store. Dann kann ich aber nur vier Apps runterladen. Das ist einmal eine Karaoke-App, ist einmal irgendwie ein Handbuch, dann Amazon Music und was war es noch? Ein Browser. Genau, das war's. Mehr gibt es da im Moment nicht. Gut, kann ja noch kommen. Und auch ansonsten in der Software fehlt mir eine Temperaturanzeige für die Außentemperatur. Finde ich im Winter besonders sehr wichtig. Stattdessen habe ich hier eine Neigungswinkelanzeige, wie viel Grad schräg dieser Wagen steht. Ja, ey Leute, wer braucht denn sowas? Was mir auch fehlt, ist eine Trip-Anzeige in der Software. Weder kann ich den Durchschnittsverbrauch ermitteln nach dem letzten Laden, nach dem Start oder für eine bestimmte Strecke. Alles nicht drin, nur eben für die letzten 50 Kilometer. Kann man sicherlich per Software-Update auch mal verbessern. Ja, aber ansonsten softwaremäßig, sie ist wirklich sauschnell. Also da gibt es auch wirklich kaum was auszusetzen. Ja, wo es was dran auszusetzen gibt, das ist einfach auch die Ladeleistung. Wir haben heute gesehen, dass wir 36 Minuten gebraucht haben von 13 bis 80%. Das geht gerade so noch, aber 88 kW ist einfach nicht schnell genug. Ich meine, mit einem 60 Kilowattstunden Akku, da könnte ich doch locker 2C Ladeleistung haben. Das wären dann 120 kW. Und wenn ich die hier hätte, dann wäre ich teilweise unter 30 Minuten wieder weg, also bei 80%. Und das würde diesen Wagen noch viel, viel besser machen. Der effizienteste ist er nicht, aber ein Schluckspecht ist er auch nicht. Also guter Durchschnitt, würde ich sagen. Kann man alles mit leben in der Stadt. Die 300 Kilometer plus X sind da locker drin, völlig klar. Verarbeitung ist wirklich top, Fahrwerk ist wirklich top, kann man nichts kritisieren. Wir haben hier eine Ausstattung, also die lässt wirklich kaum Wünsche offen. Hier das Panoramaglasdach, die gesamten Assistenzsysteme, alles wirklich da, was man haben will. Ist der Wagen jetzt ein Schnäppchen mit seinen 35.000, wobei die Komfortvariante sogar nur 32.500 kostet? Ja, vor zwei, drei Tagen hätte ich gesagt, absolut. Mittlerweile hat sich das ein bisschen relativiert, weil eben VW gerade die Preise gesenkt hat. Besonders für den ID.3 Pure, den man jetzt schon für unter 30.000 Euro bekommt. Und die Pro-Version für so 32, 33. Jetzt weiß ich nicht, wenn man jetzt hier alle Assistenzsysteme reinpackt im ID.3, die man hier drin hat, dann wird man wieder deutlich über dem Dolphin liegen. Ja, beim Service ist eben auch die Frage, wie BYD diesen Service in Deutschland langfristig gewährleistet. Aber wir wissen ja, bei VW, ID-Besitzer können davon ein Lied singen, ist der Service auch nicht perfekt. Von daher ist die Entscheidung vielleicht da auch nicht ganz so einfach. Ja, und jetzt seid ihr aber am Zug. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von dem BYD Dolphin haltet. Wäre das was für euch? Oder seid ihr dann doch lieber bei den deutschen Marken? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin mega gespannt drauf. So, das war's für heute. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.